Yo, man! Herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Börsentrainer aus Karlsruhe, der heute ein bisschen auf jugendlich macht. Ein bisschen jugendlicher wie sonst. Ja, ich möchte natürlich hier auch die vielleicht etwas jüngeren von euch ansprechen. Ich bin ja selber schon im gehobenen Alter mit grauen Schläfen und sonst auch irgendwelchen grauen Haaren irgendwo. Scheiße. Oh. Okay, seriös machen wir jetzt weiter. Und zwar folgendes Anliegen. Was ich immer wieder sehe oder auch was ich immer wieder höre, auch in meinen Beratungsgesprächen, sind Menschen, Personen, männlich wie weiblich, die sich wundern, dass ihr Körper sich nicht mehr verändert. Sie gehen trainieren und zwar tatsächlich regelmäßig 3-4 Mal die Woche, 4-5 Mal die Woche, was auch immer, intensiv. Sie bemühen sich, sie strengen sich an, aber es passiert nichts mehr. Es passiert einfach, der Körper bleibt auf dem gleichen Stand. Punkt. Was wird gemacht? Nicht schlauerweise, sondern seltsamerweise wird genau so weiter trainiert. Und zwar wochenlang, monatelang, teilweise jahrelang wird so weiter trainiert und gemacht. Und es wird sich damit abgefunden, dass eben einfach nichts mehr passiert. Gut, Entschuldigung, wenn ihr natürlich jetzt nur ins Fitnessstudio geht, um Zeit totzuschlagen, das heißt, um anstatt zu Hause auf dem Sofa zu liegen, eben eure Zeitung im Fitnessstudio zu lesen oder euer Handy im Fitnessstudio zu bedienen, ist das was anderes. Euch möchte ich nicht ansprechen, beziehungsweise euch möchte ich auch nicht in irgendeiner Art und Weise belehren, sondern das geht jetzt an die, die natürlich auch entsprechend zielorientiert ins Fitnessstudio gehen und die sich vorgenommen haben, jawohl, ich möchte aussehen wie Tarzan, wie Batman oder Superman oder was weiß ich auch immer. Für die ist das jetzt gedacht. Und zwar, warum trainiert ihr Monate, wochenlang und teils jahrelang mit dem gleichen Style, die gleiche Trainingsmethode und ihr kommt nicht weiter und macht euch keine Gedanken, an was könnte das tatsächlich liegen? Das ist schon ein bisschen seltsam. So, erster nett gemeinter Hinweis. Und zwar, denkt mal drüber nach über euer Ernährungsverhalten. Führe ich das alles zu, was ich brauche, auch in der entsprechenden Menge? Nummer 1. Nummer 2, die Trainingsreize. Sind die noch anders? Wie empfindet mein Muskel seine Trainingsreize, also die Trainingsreize, die ich entstehen lasse durch meine Bewegung, durch mein Krafttraining, durch meine Belastung? Vielleicht sagt sich der Muskel, den ganzen Kokolores kenne ich schon. Warum sollte ich mich anpassen? Warum sollte ich mich verändern? Warum soll ich größer werden? Warum soll ich leistungsfähiger werden? Warum, weshalb? Wenn doch immer wieder das Gleiche praktiziert wird. Nummer 3. Wie sieht es aus mit meinem Schlaf? Habe ich ausreichend Schlaf? Guten Schlaf? Gesunden Schlaf? Nummer 4. Wie lange mache ich den Trainingsplan jetzt schon? Wie lange habe ich die gleichen Übungen schon? Ja klar, ich habe mal die Kniebeuge durch die Beinpresse ausgetauscht. Mal das Bankdrücken durch Schrägbankdrücken. Wow, was für eine Veränderung. Gleiche Wiederholungszahlen. Klar, 6 und 8 Wiederholungen. Und einmal 10 Wiederholungen. Super. Und dann wieder 8 Wiederholungen, 6 Wiederholungen. Mache ich schon seit 2 Jahren? Ist das vielleicht ein bisschen lang? Vielleicht soll man mal die Reize ändern. Fünftens oder viertens, egal. Reizzeit. Wie schnell bewege ich mich eigentlich? Wie schnell mache ich meine 8 Wiederholungen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 Sekunden, 18 Sekunden. Stimmt das Reizzeitfenster? Bin ich hier genau in diesem, oder nicht genau, aber ungefähr in dem Spannungszeitraum, den ich benötige? Time and Attention für die Muskulatur. Ein wichtiger Parameter, dass das Ganze funktioniert. Nächste Frage. Wie trainiere ich eigentlich? Hat sich bei mir hier schon eine Routine eingeschlichen? Ist es nicht so, dass wenn man was Neues anfängt, das am Anfang immer besonders anstrengend ist und irgendwann viel leichter? Weil der Körper einen Weg findet, das Ganze leichter zu gestalten, energiesparender zu gestalten, einfacher zu gestalten. Vielleicht wäre es mal wieder sinnvoll, den Körper ein bisschen aus seiner Routine zu schubsen. Durch neue Reizzeiten, durch einhaltende Reizzeitfenster. Das sind auch wieder so ganz wichtige Dinge, da kann man sich Gedanken drüber machen. Was haben wir denn noch? Lass mal denken, wie sieht es eigentlich aus in meiner Kraft? Habe ich in den letzten Monaten, Wochen, Jahren überhaupt noch meine Kraft gesteigert oder trainiere ich immer auf gleichem Level? Gleiche Belastungsgewichte. Die maximal gehobene Last und die gesamt gehobene Last ist die nicht immer gleich. Ich führe mal ein Büchlein, 6 Wochen, stelle fest,
Alle Übungen, mal Wiederholungen, mal Gewicht, ergibt summa summarum 7.850 Kilo. 6 Wochen später 7.882 Kilo. Auch daran könnte es liegen. Also, aufwachen, schütteln und aufwachen. Das heißt, achtet mal auf diese Parameter. Und wenn diese Parameter bei euch eben nicht beachtet werden, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn es keine Trainingsfortschritte mehr gibt. Dann bleibt ihr auf der Stelle, ihr bleibt auf dem Plateau, ihr seid auf einem Niveau und werdet euch nicht mehr verändern. Das Training ist deswegen trotzdem noch immerhin eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Punkt. Aber wenn ihr im Kopf habt, ich möchte mich verändern, dann müsst ihr Leistung abliefern. Und zwar auf verschiedenen Parametern. Und nicht nur auf den Parametern, ja, ich war im Fitnessstudio. Ja, ich habe mich bewegt. Das hilft relativ wenig. Das war's schon. Andreas Rienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Wachsamkeit, meine Aufgabe.